Habe ich jetzt Lust, ein neuer Art Minecraft-Let's Play, obwohl da schon relativ viele sind, möchte ich diesmal hier besonders viele Schienen. Kohle, Eisen, Gold. Das kürzt sich dann beim Let's Play Minecraft KEG ab immer. Beleben. Also bei 50 Abonnenten kommt das Hardcore. Ich habe 49 im Moment. Das heißt, einer muss mich noch abonnieren. Bauwerke generieren, das muss ja natürlich angepasst. Den Meeresspiegel stelle ich mal ein bisschen höher. Höhlen will ich haben, Festungen will ich nicht, Dörfer will ich haben, Minen nein, Tempel nein, Ozean nein, Schluchten auch nein. Verliese ja, Anzahl Verliese auf 100. Seen 100, ja. Seltenheit beide, ich will es ziemlich häufig haben. Lava, Ozean alle, Biomgröße auf 6. Flussgröße auf 4. Erde, Kies will ich nicht. Kein Kies. Granit, Diorit, Kohle. Ich habe ja Kohle, Eisen, Gold gesagt. Also würde ich Kohle, Eisen und Gold hochstellen. Diamanten. Vielleicht die Diamanten auch ein bisschen höher, aber die schraube ich auch mal ein bisschen höher. Aber nicht auf maximal. Redstone-Erz kann so bleiben. Die Skalierung-Rauschfunktion X. Das sieht so ganz bisschen blöd aus hier. Sollte man vielleicht so machen, dass es hier ein bisschen erweitert wird, wie die Felder. Und dann will ich auch mal die Sachen wenig höher stellen, damit ich dann eine bisschen mehr gestreckte Welt habe. Also diese Welt wird nicht unter Customize, sondern unter maximalen Erzen eingeordnet. Und ich mache das immer, wenn ich so ein neues Let's Play beginne, dass ich dann erst immer zeige die ganzen Welteinstellungen. Dem Fall Kohle, Eisen und Gold auf maximal, weil ich dann möglichst viele Schienen legen will. Und dafür brauche ich auch viel Gold und Eisen. Sonst müsste ich in dem mal ein Projekt machen aus Gold oder aus Eisenblöcken ein Haus bauen und ich spawne erstmal im Wasser. Also ich komme im Wasser. Wow, eine wunderbare Survival. Ist das ein Survival Island oder eher nicht? Eher nicht. Da ist ein anderes Biom. Kann ich schon mal hier die Fichte abbauen. Fichtenholz. Erstmal hier 20 Holzblöcke. Und jetzt muss ich die erstmal natürlich ein bisschen umcraften. Also hier, wo kann ich mich niederlassen? Sag, ich lasse mich wo denn nieder? Wo lasse ich mich nieder? Weiß ich noch nicht genau. Hier auf dieser Insel definitiv erstmal nicht. Da hinten, da gehe ich wahrscheinlich hin. Zack. Da hinten auf das Festland. Da ist ein Kürbis. Wie habe ich gerade auf den Ohrwurm von Ohrwurm? Nackt vor da. Dieses Lied irgendwie. Das klingt irgendwie so ohrwurmträchtig. Das Lied ist auch auf YouTube findbar, also sonst da mal, wenn ich das mal feststelle oder so, und weil sie diesen Lied verlinken, da ich ja keine Urheberrechte dran habe, dann hier das Urheberrecht gelöhnt. Da muss ich auch noch einen hochbauen. Nein, ich habe den Block nicht abgebaut. Der muss vollständig weg. Und jetzt mit der Axt, da geht es ein bisschen schneller. Und jetzt erstmal noch eine Spitzhacke aus Holz erstellen. Und da wo die Lava ist, ist nämlich Stein. Da kann ich nämlich den Stein schon mal abgraben.
Vielleicht ein wenig Stein. Oder wollte ich nur verbrennen? Auch 11 Steine. Damit ich nämlich eine Spitzhacke im Ofen machen kann. Da hinten brennt erstmal alles ab. Und jetzt kann ich erstmal eine Spitzhacke machen. Na, erstmal die. Jetzt werden so keine Stöcke hergestellt. Eine Hacke, ich will eine Schaufel haben. Will ich auf die Holzachse erstmal ein bisschen aufbrauchen. Und dann schon mal ein Haus für den ersten Nacht zu bauen. Ah, der Baum ist ein bisschen hoch. Da ist der Ertrag relativ gering. Die ist aber höher als die Reichweite des Spielers. Ich muss hier schon zwei Blöcke hochbauen, um da zum Holz zu kommen. Es ist Mittag. Minecraft soll so ein Sonderfall sein mit urheberrechtlichen Dingen. Weil Minecraft darf man sowohl hochladen als auch monetarisieren. Weil man gibt es wahrscheinlich schon so viele Minecraft-Videos, dass sie das überlebt haben, dass sie auch monetarisierbar sind. Erstmal kann ich hier mit dem Holz, das ich habe, erstmal so habe ich jetzt mal ein bisschen Holz. Ich baue mal hier ein kleines Haus. Na, so klein nicht. So ist der weg. Der ist verbaut. Mal ein bisschen quadratisch hier. Das ist das von hier Glasscheibe, Glasscheibe, freie Glasscheibe, da muss man das noch einen Block erweitern hier. Also ein Block muss es noch weiter gemacht werden, damit ich das mit den Glasscheiben schön machen kann. Und außerdem habe ich jetzt die Holzachse aufgebraucht. Hier muss einer hin, da muss einer da, 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 da. Geht also bis hier. Am ersten Tag geht der Hunger ja nicht weg. Jetzt muss ich erstmal hier auf drei Blöcke hoch machen. Und vielleicht auch, weil die Setzlinge noch mit aufnehmen. Da bin ich ebenfalls wie beim normalen Minecraft Let's Play nah an einem Lavasee. Ich glaube, ich mache mir eine Steinaxt. Dann brauche ich das erstmal noch nicht mit dem Ofen. Sonne geht ja auch schon bald unter. Der Steinaxt geht schon mal deutlich schneller. Muss ich schon wieder hochbauen.
Insekten sind relativ setzlingsreich. Wir müssen hier noch eine vierte Ebene oben drauf. Da liegen aber auch viele Setzlinge rum. Da ist der erste halbe Hungerpunkt weggegangen. Um sich herunterzukommen, muss ich jetzt beim Crafting-Helm machen. Weil das hier vier Blöcke hoch ist. Ich glaube, Ivy würde ich, die hatte mal eine Weile, war ich wirklich gegen Urheberrechte und würde sagen, dass es den kompletten Paragraphen nicht mehr geben darf. Da sonst gegen meine Paragraphen verstoßen würden, dass es kein Paragraph Urheberrecht mehr geben darf. Hier darf es. Aber wie ist das denn nochmal? Hier sind zwei. Eins, zwei. Hier sind eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Das ist anscheinend nicht gerade geworden hier. Die Anzahl. Muss ich den nochmal nachmachen hier. Haus ist anscheinend ein Block. Ich muss es sonst nachträglich nochmal ändern im Laufe des... Dann nicht dieses Let's Play Part ist, aber im Laufe der kommenden 2-3 Parts muss ich das dann ändern. Hier sind ja die Bäume um Lavasee abgebrannt. Aber Nahrung kriege ich hier keine. Weil hier einfach keine Schweine, keine Schafe, kein gar nichts gespawnt ist. Das Schwert brauche ich auch noch. Oh, da ist direkt schon mal Eisen. Ah, ich habe sie auch eingestellt, dass Eisengold maximal vorkommen. Aber auch Lavaseen häufiger vorkommen. Es wird hoffentlich für euch nicht zu dunkel werden hier. Jetzt kann ich erstmal einen Ofen herstellen. Einen Ofen, den platziere ich schon mal hier hin, damit ich nämlich hier ein bisschen Holz rumarbeiten kann. Denn und dann mal ein paar Seeds versuchen rauszubekommen. Diese Blumentextur. Ist gerade dunkel geworden. Aber die Insel, das ist jetzt mehr inselträchtig hier, weil hier Skelett. Ist ja schon Nacht geworden. Noch ein Skelett. Wenn das Monster reinkommen. Scheint doch nur nicht so viel zu sein, direkt um mein Haus.
dämpft der Lava sie wahrscheinlich ein bisschen ab. Ein Zombie. Dieses Burgergeräusch schon wieder von Zombies. Erstmal hier ausleuchten und gucken, wo die Zombies herkommen. Das ist erstmal oberste Priorität, den Zombies zu finden. Aus der Richtung. Aber ich will auch nicht meine Holzspitzhacke aufbrauchen. Kommen die jetzt von hinten? Nein, von vorne immer noch. Scheint auch immer von vorne zu kommen. Wo jetzt langsam nach oben scheint zu kommen. Dass ich nach oben graben muss dafür. Muss ich jetzt hochgraben? Da ist er ja. Ah, ja, unnützlich hier hochgegraben. Mach ich das mal zu. Und leuchte mal um mein Haus auch aus. Ich habe mich gewundert, wo kommt der Zombie denn her? Und der grabe ich denn direkt vor mein Haus wieder raus. Dass hier jetzt mal kein Monster spawnen. Direkte Hausumgebung. Ich brauche zwei davon. Ah, ich brauche noch Holz, damit ich Kohle habe. Schon wieder nach Mitternacht. Hier dieses Hochbauen. Hier ist erstmal direkt kein Monster in Sichtweite, aber da hinten ist ein Skelett. Skelett überraschen. Ich habe noch überhaupt keine Mobs gesehen. Also, das, wenn das jetzt ein Hardcore-Let's Play wäre, würde ich wahrscheinlich den Hungertod sterben relativ schnell. Und deswegen würde ich lieber ein Hardcore-Let's Play mit Cheats machen, wo ich dann hier die Nahrung von ersten, sag ich mal, 5 Let's Play-Teile ercheaten darf. Aber dann nicht mehr. Was wollte ich denn gerade machen? Ah, ich wollte das Eisen ja einschmelzen. Deswegen habe ich ja das Holz noch geholt. Hier hole ich mal noch ein bisschen jetzt noch mehr Holz. Muss da jetzt die Nacht über draußen verbringen, weil ich noch kein Bett habe und
Also ich habe ja überhaupt noch keine Tiere gesehen, wie Hühner oder Schweine oder Schafe. Überhaupt nichts. Was eigentlich ziemlich mies eigentlich für den Anfang ist. Oder ich würde sonst beim Hardcore Let's Play die... Grab mal hier noch ein bisschen Eisen weg. Aber ich habe ja die Eisenvorkommen auf maximal, deswegen sind ja so viele Eisenblöcke. Oh, hier ein Skelett. Achtung, Skelett, da. Da läuft noch ein Skelett und es wird schon wieder hell. Da läuft ein Enderman, den darf ich jetzt nicht angucken. Die sind ja neutral, bis man die anschaut. Oder passiv, bis man sie anschaut, weil dann werden die aggressiv. Will dann hier noch ein bisschen Eisen abbauen. Wie es wieder hell ist und ich bin schon bei 21 Minuten. Also die Diamanten sind nur wenig erhöht. Was überhaupt nicht erhöht vorkommt, ist Redstone ist nicht erhöht. Was ist das denn da hinten? Fliegende Insel? Nein, das ist Fichtenholz. Jetzt müssen die Skelette und Zombies anfangen abzubrennen. Hier könnt ihr noch die Holzreste abbauen. Oder Enderman fortet sich rum. Hier hinten ist Gold, oder was ist das? Ja, das ist Gold und Eisen. Oh, was ist das denn da hinten? Das ist ein Schwein. Da gehe ich erstmal hin zum Schwein. Zack. Ich werde diesen ersten Part ein wenig länger machen lassen. Ach, Golderz. Aber kann ich natürlich noch nicht abbauen, weil ich noch keine Eisenspitzhacke habe. Nein, ich kann so halt noch nicht abbauen. Das ist Gold. Das ist kein Customize 4, sondern... Hä? Wie ist das denn jetzt hier? Das ist doch tagsüber, warum ist denn ein Skelett? Ich wollte ja zum Schwein hin. Weil ich ja unbedingt Nahrung brauche. Das sind aber drei Schweine. Das heißt, jetzt vier Stück habe ich jetzt. Können wir noch die Erfahrung da unten holen. Zack, jetzt habe ich die Erfahrung da auch geholt. Jetzt habe ich eigentlich nur noch einen halben Hungerpunkt. Und ich werde wahrscheinlich schon ein paar Hungerschläge kriegen, wenn ich da hingehe. Oh, was ist das denn hier? Ah, ist ja wegen erhöhten Meeresspiegel hier. Ich bin ja schon auf Höhe 87, habe ich. Der Meeresspiegel ist ein bisschen höher gelegen als im normalen, in etwa 20 Blöcke. Also normalerweise wäre das, glaube ich, nicht unter Wasser. Also hier würde normal kein Wasser stehen. Aber es ist sozusagen auch heute diese Sturmflut gewesen. So ein bisschen auch inspiriert das auch danach, dass eine Sturmflut dann so hochgelaufen, aufgelaufen ist. Und dass hier sogar Gold und Eisen nach hochgedrängt wurde. Und Kohle ist auch auf maximal gestellt. Oh, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Keinen Hunger mehr. Ich muss einen Block abbauen. Kriege ich schon Hungerschaden. Das habe ich bei den meisten Let's Plays, die ich also immer neu begonnen habe, da kriege ich meistens immer Hungerschaden, weil ich einfach nicht an Nahrung komme. Die Schweine haben hier auch was gerade gefunden.
Nein, die damit nicht. Es dauert ein bisschen. Aber wenn ich ein Hard wäre, hätte ich das jetzt gerade noch geschafft. Dann warte mal, bis das noch aufgebraucht wurde. Dann gerate ich mal hier normal weiter. Ich höre schon wieder Lava. Oh Gott, ein Lavasee. Ein Lavasee. Muss ich den ja sowieso ausweichen. Muss ich dann den Weg so bauen, weil ich ja die Lava-Lag-Rarity auch ganz niedrig gestellt habe. Ich dachte erst, Rarity wäre Häufigkeit, aber das ist das genaue Gegenteil. Oh, das ist sogar Eisenerz. Jede Menge Eisenerz. Jetzt kann ich ja Eisen auch abbauen, also durch Eisenvorkommen kann ich jetzt durchdringen. Ich habe extra so viel Eisen und Gold gemacht, weil ich dann nämlich lange Schienenstrecken legen kann, weil dann und das vielleicht sogar eine richtige lange Achterbahnprojekt. Das ist dann sozusagen fünf, ne, oder ein, oder fünf Parts, oder zwei, drei bis fünf Parts lang einfach nur Eisen und Gold abgraben würde, um dann schon mal bei einer Achterbahn weiterzukommen. Deshalb will ich jetzt noch nach unten graben zu den Diamanten. Die sind ja weiter unten. Die sind in dem Fall ja nicht ganz oben. Genauso wie beim Diamant 2 Let's Play. Da kommen ja die Diamanten, sind da auch maximal eingestellt. Eigentlich nur bis Höhe 16 vorkommend. Und hier kommen ja die Eisen- und Goldsachen auf jeder Höhe vor. Werde den Part genau eine halbe Stunde werden lassen. Also ich habe momentan auch ein Video, was hochgeladen wird, ist dieses Venuslauf über 250 Jahre. Wie könnte ich das am besten benennen? Weil das Video ist ja auch 2 Stunden lang und zeigt die Venus, den Lauf der Venus, wie sie zieht über den Himmel über 250 Jahre. Also ein relativ langsamer Zeitraum, weil sonst wäre das Video auch nicht 2 Stunden lang. Da habe ich nur zum Zombie hingegraben, das habe ich natürlich wieder zugebaut. Aber ich werde damit erstmal den Part gleich beenden, also bei einer halben Stunde genau. Und es ist hell draußen. Hier nochmal ein paar Bäume bauen, abholzen. Und jetzt regeneriert sich dann mein Leben auch wieder. Muss ich wieder hochbauen. Jetzt können wir auch das Eisen reinpacken. Jetzt ist das Eisen auch weg. Der Baum war ja nicht sonderlich hoch, aber hier ist eine Art Doppelbaum, würde ich sagen. Natürlich wieder hochbauen. Jetzt auch noch weiter.
Oh, jetzt bin ich bei einer halben Stunde. Also ich wollte ja eigentlich bei einer halben Stunde beenden. Das heißt, das werde ich jetzt auch machen. Dann hoffen wir, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt mir mit Daumen nach oben. Teilen, abonnieren, favorisieren und was sonst alles nicht gut tut. Also, wovon ich profitieren würde.